Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, um es gleich zu Beginn ganz deutlich zu sagen, eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes ist längst überfällig, denn wir benötigen Rechtssicherheit in der Corona-Krise. Und dieses Parlament muss daran beteiligt sein, meine Damen und Herren. Wir haben uns gemeinsam mit SPD und Grünen zusammengesetzt, um diese Lösungen zu erarbeiten. Und diese Lösungen werden jetzt, ja, da werden sich die Kolleginnen und Kollegen von der CDU und CSU verwundert die Augen reiben, in einem geordneten Gesetzgebungsverfahren auf den Weg gebracht, meine Damen und Herren. Heute die erste Lesung, in einer Woche die zweite und dritte Lesung. Es wird eine Anhörung geben, selbstverständlich, mit Verbesserungsvorschlägen. Egal, wo Sie herkommen, werden wir offen und transparent umgehen. Kurzum, meine Damen und Herren, es findet die von uns seit langer Zeit geforderte Reparlamentarisierung statt, und das ist gut so. Meine Damen und Herren, das Parlament ist handlungsfähig, selbst in Zeiten einer lediglich geschäftsführenden Regierung. Wir zeigen, dass wir in der Lage sind, zügig zu reagieren. Ja, und jetzt geht es los. Es kommen natürlich sofort Vorwürfe der Untätigkeit, der unzureichenden Mittel im Infektionsschutzgesetz. Herr Brinkhaus hat es gesagt, Herr Dobrindt hat es gesagt. Und natürlich kommen die lautesten Stimmen von einem Vorsitzenden einer Regionalpartei, der sich eigentlich nur darüber ärgert, kurz vor der Landtagswahl, dass er sich nicht mehr hinter dem Bund verstecken kann, meine Damen und Herren. Und ich sage hier ganz deutlich, statt laut nach harten Maßnahmen zu schreien, die dann wieder von den Gerichten aufgehoben werden, nehmen Sie sich doch einfach mal ein Beispiel im Süden Deutschlands an meinem Heimatland Schleswig-Holstein. Impfquote der über 60-Jährigen 90%. Impfquote der 12- bis 17-Jährigen 57%. Boosterimpfungen in den Heimen, im August bereits vorbereitet, und seit September finden diese statt. Ein schönen Gruß mal aus dem schönen Norden in den Süden. Statt großartig Pressekonferenzen zu geben, könnte man auch einfach handeln. Und um es an dieser Stelle noch einmal ganz deutlich zu sagen: Mit dem Auslaufen der epidemischen Notlage, mit der Nichtverlängerung, wird natürlich nicht festgestellt, dass Corona vorbei ist. Ich glaube, die Menschen, unsere Bevölkerung, ist intelligenter, als es die CDU, CSU glaubt. Die wissen nämlich, können die Lage sehr gut einschätzen, meine Damen und Herren. Und dazu braucht es nicht der Verlängerung der epidemischen Lage. Wir wollen mit unserem vorgelegten Gesetz den Ländern die Möglichkeit geben, auf gesetzlicher Grundlage die angemessenen Maßnahmen, die notwendig sind, weiterzuführen. Wir werden, und vor allen Dingen das jetzt durch das Auslaufen der epidemischen Lage, den Ländern Maßnahmen entzogen würden, das stimmt auf jeden Fall nicht, meine Damen und Herren. Und eines möchte ich an dieser Stelle auch noch mal ganz deutlich sagen: Es muss jetzt unser aller oberste Priorität sein, die vulnerablen Gruppen zu schützen. Denn das vergangene Jahr darf sich nicht wiederholen, und ich glaube, da sind wir uns doch alle einig. Konkret müssen wir, wie in Schleswig-Holstein, die Boosterimpfungen voranbringen. Wir müssen jeden, der eine Alten- und Pflegeeinrichtung, eine Einrichtung für Menschen mit Behinderungen betritt, jeder muss getestet werden, um diese Gruppen weiterhin gut zu schützen. Wir reagieren außerdem, indem wir die 3G-Regel am Arbeitsplatz einführen, die Wiedereinführung kostenfreier Tests, ganz wichtig. Wir wollen die Krankenhäuser finanziell besser ausstatten, und wir bringen einen runden Tisch, um die Menschen zu erreichen, die wir bisher bei den Impfungen noch nicht erreicht haben. Das sind konkrete Maßnahmen, und das ist mehr, als die Bundesregierung die letzte überhaupt auf den Weg gebracht hat, meine Damen und Herren. Das sind Maßnahmen, um Menschenleben zu retten, und das sind konkrete Maßnahmen, die wir jetzt brauchen. Wir nehmen die Lage sehr ernst, und ich freue mich auf das Verfahren, auf die Anhörung. Wir werden gute Maßnahmen auf den Weg bringen. Ganz herzlichen Dank. Nächster Redner für die AfD-Fraktion, Jörg Schneider.